Beziehungsweise es fortsetzen. Ich glaube, wir gucken uns, wenn jetzt wenn jetzt noch eine Cutscene kommt, dann gucken wir uns diese Cutscene noch an. Aber ich glaube, da mache ich auch erstmal eine Aufnahmepause, weil ich nehme jetzt schon. Wie lange? Na, fast schon. Ja, eigentlich genau. Wenn ihr es genau wissen wollt, 1 Stunde 44 Minuten und 35 Sekunden. Auf. Ist dunkel. Ach, wir sind wieder auf dem Schiff. Hallo. Augen auf, danke. Komm schon, hab Pistolenmuni. Das nichts, aber dieses Mal irgendwie anders. Okay, dann wollen wir uns noch einen Weg durchs Nichts. Ich dachte so, what the fuck, sind wir jetzt gestrandet, aber gestrandet. Jetzt müsste doch der Typ wiederkommen, ne? Überrascht, dass ich sie hier Ach so, nein, herholen die. kann. Der Huh. Outsider hat auch mich gezeichnet. Ach, das ist die Ich Böse, ne? vertrieb sie aus ihrem geliebten Tower und tötete ihren Vater. Sie hatten es nicht leicht. Als ich jung Deswegen war, auch die waren die Hexen. süße Jessamine und Ah. ich wie Schwestern und wir teilten ein Geheimnis. Kaiser Caldwin hatte noch eine Tochter, geboren von einer Küchenmagd. Wir sind. Träume ich? Wenn nicht, wie macht die Layla das? Layla Caldwin, flüsternde Vergangenheit. Ah. Ich sagte doch, Liebes, wenn du älter bist, vielleicht nächstes Jahr. Was hast du letztes Jahr auch gesagt? Die Untertitel stimmen gerade voll nicht überein. Seltsame Präsenz. Oh. Tagsüber spielten Jessamine und ich im Tower. Doch nachts musste ich zurück zu den Bediensteten, zu Kakerlaken und Haferschleim. Hey, Haferschleim kann lecker sein. Ja, das ist nicht gereimt. Glaube Mein ich. lieber Kaiservater sagte, wenn ich brav wäre, würde er mich im nächsten Jahr als Prinzessin an den Hof holen. Und dann brach Jessamine eines Tages etwas sehr Wertvolles entzwei. Und der Meisterspion erwischte uns. Sie beschuldigte mich und er peitschte mich im Gartenhaus blutig. Meine Mutter verlor ihren Posten in der Küche. Und so mussten wir die Nacht auf der Straße verbringen. Ich habe es aber gemacht. Sie sagen, wer es war. Wir haben nur gespielt. Also sagen wir so, der warum die ins Dingsbums kommt, also in den Tower kommt oder beziehungsweise ins Schloss und uns voll böse angemacht hat, uns aus dem Tower, Thron, Haus, Königspalast, whatever, geschmissen hat, ist einfach, weil die kleine Bitch einfach nur neidisch ist. Die ist einfach nur neidisch. Und beziehungsweise, weil ihr Vater halt fremdgegangen ist und sie deswegen nicht offiziell Prinzessin war und nie an den Hof durfte, sonst wäre sie nämlich jetzt Königin und nicht wir. Ich würde dann können, also ich bin ja ein Mensch, mit dem kann man reden, weißt du, ich würde dann einfach, weißt du, wäre die zu uns gekommen, hätte mit uns geredet, hätten wir gesagt, so ja, komm, ich habe eh keinen Bock auf Königin sein, kann ich ein bisschen rumrennen, ein bisschen Attentäter-Meuchel machen. Nein, mach die nicht, eiskalt. Was soll der Fick? Die hätte doch nicht mit uns reden können. Wir sind zivilisierte Menschen. Man kann mit uns reden. Man kann mit mir reden. Ich bin nicht schizophren. Ich bin eine Person. Egal. Nächste Cutscene. Irgendwann landeten Mutter und ich im Schulturm. Jessamine starb schnell durch eine Mörderklinge. Doch Mutter musste lange leiden, nachdem ein Wachmann ihr den Kiefer gebrochen hatte. Nach ihrem Tod warfen sie mich raus. Ich blickte hoch zum Dunwall Tower und schwor Rache. Ich war Waschfrau in einem Bordell und malte nebenbei, bis Anton Sokolov mich als Studentin aufnahm, um es nett zu formulieren. Der hat die geknallt. Ich war listenreich, schon bevor der Outsider mich zeichnete und überlebte die schlimmsten Dinge. Und jetzt... Der du. Sound ist... Meine Mutter ist krank. Sie braucht Hilfe. Meine Mutter ist krepiert, als zu betteln.
Die Untertitel passen echt nicht so ganz. Sie sind echt ein bisschen spät, die Untertitel. Guck, der fehlt zum Beispiel komplett, dieser Untertitel. Ein Ausweg. Zurückkehren. Schwer zu sagen, ob meine liebe alte Tante die Wahrheit sagt. Ach, das ist die Tante von uns. Dann habe ich es doch nicht ganz verstanden. Doch nein, unsere Mutter war die Schwester von ihr und da sie unehelich war, hätte sie eigentlich den Thron bekommen, aber nein, sie war unehelich. Als ich sah, was sie Anton Sokolov angetan hatten, wollte ich alle bestrafen, die Delilah und den Herzog von Zerkonos beim Staatsstreich unterstützt haben. Sokolov hat Walöl zu einer Waffe gemacht, hat die Seuche besiegt und jetzt kann er kaum sprechen. Die Hände, die die mächtigsten Männer und Frauen unserer Zeit gemalt haben, zittern so, dass sie keinen Löffel halten können. Wenn er spricht, wird er mir einen Namen nennen. Für den nächsten Schritt zu Herzog Luca Abele und zu Delilah. Ich brauche nur einen Namen. Nur einen. Kein Nachnamen und Vornamen, sondern nur einen. Ich höre Stimmen. Ich finde das aber cool, wie die immer blinzelt beim Aufwachen. Oh. Ich bin bei ihr. Sogar nichts könnte ich mehr tun. Ah, das ist die Mutter. Ich wollte gerade schon fragen, ob das die Mutter ist. Traum, oder? Bin ich an Delilahs Verbitterung schuld? Sie hat das Ganze angezettelt. Dafür wird sie sterben. Unsere Entscheidung haben Folgen. Meine Zeit geht zu Ende. Ah, das ist die Frau, die mit uns redet, wenn wir das Herz halten. Ihr Vulkanakter, Abschied eines... Ja, fick mich doch ins Knie. Egal, 12. Tja, es war reines Glück, aber ich habe einen Platz auf einem Schiff ergattert, das mich nach Morley bringt. Es ist die Dreadful Whale. Ist das ein Schreibfehler? Müsste es nicht richtigerweise Dreadful Whale heißen? Also mit H. Wie der Wal? Ich wollte das lieber nicht gegenüber der Kapitän dieser Foster erwähnen. Sie sieht aus, als würde sie aufmüpfige Passagiere ohne zu zögern über Bord werfen. 14. Leb wohl, Kanaka, ich werde dich nicht vermissen. Das Leben dort wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, was schwerer zu ertragen war. Tag für Tag die Bergwerksluft zu atmen oder das andauernde Geschwafel von Herzog Luca Abele aus dem Lautsprecher. In jeder Bar, in der ich gespielt habe, bat mich ein Betrunkener darum, ein Lied anzustimmen, in dem der Herzog entweder als Held gefeiert oder genau das Gegenteil, als größter Schurke unserer Zeit verflucht wird. Ich konnte es bald nicht mehr hören. Es wird ein paar Wochen dauern, bis wir Morley erreichen. Je nach Wind und Wetter. Aber ich weiß, die Gesellschaft von Captain Foster und des anderen Passagiers erscheint ein tyvanischer Gelehrter zu sein, sehr zu schätzen. Ich bemühe mich, auf dem Boot mit anzupacken, wo es geht. Ich kann kochen, waschen und Dinge reparieren. Und am Abend spiele ich auf der Gitarre. Hoffentlich werfen sie mich nicht den Haien vor, wenn sie herausfinden, dass ich kein Geld habe. Ich werde die Fahrt nach Morley nicht bezahlen können. 19. Die morleische Küche scheint Captain Foster zu liegen. Sie mag es, dass ich meinen Rezepten viel Zucker und den ein oder anderen Schuss Whisky beimenge. Obgleich sie am Ende der Woche darüber stöhnt, wie viele Vorräte ich verbraucht hatte. Ich habe die Nacht mit Megan und Anton an Deck verbracht. Ja, Megan Foster. Er schlief in einem Stuhl und war in einer Ziegenhaardecke eingewickelt, die aussah, als würde sie seit ihrer Zeit auf dem Rücken der Ziege nicht mehr gewaschen worden. Ich spielte Gitarre, stieß mit Megan mit Rum und Whisky an, gab alte sarkonische Balladen zum Besten und verpasste den Stern lustige Namen. Als Megan schon einiges Intus hatte, fing sie sogar an mit einzustimmen, aber meist hörte sie einfach nur zu. Sie meinte, meine Stimme erinnere sie an jemanden aus ihrer Vergangenheit. Immer wieder höre ich, wie sie denselben alten Audiographen in ihrer Kabine abspielt. Und ich frage mich, ob darauf der Mann zu hören ist, an den sie sich erinnere. Vielleicht bin ich sogar ein wenig eifersüchtig. 28. Was für ein Idiot ich doch bin, dass ich versucht habe, Megan unter im... Oh Gott. Von 24? Er ist eifersüchtig. 28, er wollte sie küssen. Okay. Was für ein Idiot ich doch bin, dass ich versucht habe, Megan unten im Maschinenraum tatsächlich zu küssen. Sie hat nicht mal geschrien, sondern einfach nur traurig gelächelt, wie man ein Kind belächelt, das noch immer an Geister glaubt. Morgen erreichen wir Morley und ich werde mich so leise wie möglich aus dem Staub machen. Ich lasse ihr meine sarkonische Gitarre zurück als Andenken und als einzige Bezahlung, die ich mir leisten kann. Ich hoffe, sie wird mir vergeben und dass sie findet, wen sie sucht. Guck mal, Flasche Maggi. An die Tür damit.
Anton Sokolov, ein Bild von ihm. Warum auch immer. Neue Reiseprotokoll. Tagebuch. J. Drücken. Hier, was ist das da? Kaiserliche Konservatorium. Ja, das haben wir schon gehabt. So, hier, Wissen. Irgendwas tolles Wissen. Hauptraum. Boom. Jindosh wollte, dass ich ihm bei einer komplizierten Sache helfe. Dadurch hätte er seine mechanischen Soldaten... Delilah Copperspoon. Oder ist es Caldwin? Schlauer Bursche. Nicht schlau genug. Was haben solche Leute eigentlich immer? Hier ist doch Küche. Essen, Fisch. Vielleicht einen ruhelosen Geist und ein leeres Herz? Hm. Jindosh hätte mich aus Überdruss sofort ausgelöscht. Ja. Egal, moin. Anton, Sie konnten sich 3 Tage lang ausruhen. Wie kann ich Delilah... Delilah! Er wurde gefoltert. Sein Körper ist voller Blutergüsse. Delilah hat den Thron und mein Vater ist... verschwunden. Das ist Anton Sokolov, der größte Geist des Kaiserreichs. Nein, Emily. Megan hat recht. Ich kann Elektrizität von einer Seite des Raumes zur anderen lenken, aber Delilah ist für mich unbegreiflich. Du bist echt was alt geworden. Als ich nach Serkonus kam, wollte ich alles hinter mir lassen. Doch als die Morde begannen, konnte ich es nicht ignorieren. Als Megan und ich die Morde mit dem Herzog in Verbindung brachten, war es zu spät. Der Kronenmeuchler kam zu mir. Sie hielten mich wegen meines Wissens am Leben. Ich habe vieles gesehen. Krieg ich jetzt ein Bild? Jindosh hatte eine häufige Besucherin. Brianna Ashworth. Die Verwalterin des kaiserlichen Konservatoriums. Ja, Ashworth ist gefährlich und wie Delilah besessen vom Okkulten. Sie soll an einem Gerät namens Oraculum arbeiten. In ihr steckt mehr als sie. Vor allem, ich finde es auch geil, wie der so ein Bild unzerknittert aus seiner Hosentasche ziehen kann. Muss ich sie töten? Wer weiß, wozu dieses Gerät imstande ist oder was sie vorhat. Aber ich finde es cool, dass wir diese Pinnwand immer weiter aufstückeln und da immer mehr weiter rauskommt. Triff dich mit Megan Foster am Beiboot. Okay, dann geh. Die ist hier. Nein, dann werden wir sehr wahrscheinlich. Ne, ich kann ja mal kurz gucken. Das wäre ja lustig, wenn hier was wäre. Ne, scheiße, falsch das. Oh, geil, Sprengmine. Sprengmine, nicht Sprengmine. Das habe ich nicht kaputt gemacht, das war nicht ich. Ich glaube, das haben wir auf jeden Fall schon gelesen. Ein bisschen malen habe ich jetzt keine Lust drauf. Das ist so Pinwall, guck mal. Karte untersuchen. Wird gut tun, das kaiserliche Konservatorium wiederzusehen. Selbst wenn es zu ist. Wecken Sie mich, wenn Karnaka brennt. Das wäre ein großartiges Gemälde. Nee, lass mal stecken. Guck mal, hier ist das Klo. Ist die Maschine? Da ist eine Maus. Eine Ratte. Die! Mit einem doppelten Rückwärtssalto sind die verreckt. Ui. Also ich bin echt kein Stealth. Bitte. Stealth-Spieler. Gott. Durch meine Bude gewesen. Ach, scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach raus. Weil ich find's auch geil, wie es überhaupt kein stört, weißt du, wir reisen mit so einem, keine Ahnung, 500 Meter Kahn durch die Gegend und keinen interessiert's, dass wir hier sind. Aber ich meine, mich stört's nicht. Ich mache allerdings eine Aufnahmepause, wir nehmen jetzt so 2 Stunden am Stück auf. Ich mache mal wieder Pause, wir haben jetzt 1.20 Uhr in der Früh. Deswegen würde ich sagen, speichern wir noch schnell. Spiel speichern. Und zwar, was ist denn das letzte? 21.08., 2.04. 1.04. Das ist schon was länger her. Möchten Sie das Spiel schon überschreiben? Ja, weil ich bin kein Mensch, der immer weiter Spielstände macht. Spielstände löschen? Nein, so, zurück. Das heißt, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt
Ich kann keinen Stealth spielen und metzel alles ab. AKA Dishonored 2. Hau da rein.